wanna get the Rari, but I know it takes some time. Wuff, wuff. Pre-roll, shut it, light it up, you know you fine. Low five with my five, and I'm rolling up the gap. And I need my... ASMR. Wer bist du? Warum ist hier ein Hund in meiner Wohnung? Okay, Leute, was geht? Der Hund hat Bock auf ein Video, würde ich sagen. Hast du Bock auf ein Video? Hast du Bock auf ein Video? Ja, also, Leute, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, meine Freundin hat sich einen Hund zugelegt. Fragt mich nicht, wie die auf die Idee gekommen ist, sich einen Hund zu kaufen. Die ist einfach mal eines Abends nach Hause gekommen mit dem da. Kannst du mir erklären, wie das zustande gekommen ist? Erklär's mir! Ja, Leute, also ihr merkt schon, meine Freundin hat einen guten Schatten. Ich dachte immer, ich habe einen Schatten, aber meine Freundin übertrifft mal wieder alles. Ich habe sie schon gefragt, so was als nächstes kommt. Sie meinte, ein Alpaka wäre ganz süß, ein Kamel oder so. Müssen wir mal schauen. Also der Moji-Zoo wird auf jeden Fall erweitert. Übrigens, ich habe jetzt hier die Insta-Seite von Bounty und Nacho. Wo sind die eigentlich, Digga? Nacho! Keine Ahnung, wo die sind. Ich habe jetzt die Instagram-Seite von Bounty und Nacho zu, wie hieß sie jetzt gleich, Moji's Zoo umgewandelt. Der Begriff passt ja ein bisschen, Digga, was hast du für Zuckungen? Ja, der Begriff passt halt mittlerweile ein bisschen besser so. Ja, was soll ich zu dem Ding sagen? Ich weiß immer nicht so ganz, was du hier willst und wer du bist. Also sie hat jetzt mittlerweile Namen, sie heißt Miley. Sag mal hallo, Miley. Du alter Nussknacker. Du alter Nussknacker. Leute, ihr wisst, was voll lustig ist. Man kann den Hund richtig aufhypen, Digga. Der Hund hat eh ADHS, sein Fuddy. So, jetzt pass mal auf. Miley. Miley. Um jetzt her, Miley. Okay, der Hund hat halt einfach gar keinen Bock auf mich. Was kann ich euch erzählen zu dem Hund? Komm, ich nehme dich mal kurz hoch hier. Du kleine Ratte. Also. Das ist Miley. Wink mal, Miley. Miley ist ein Zwergpinscher. Sie ist jetzt 3 Monate alt. Sie ist also noch ein Baby. Wäre eigentlich auch ganz lustig, wenn sie jetzt während dem Video jetzt hier irgendwo hinkacken würde. Würde ich auf jeden Fall feiern. Ja, sie ist ein Zwergpinscher. Die sehen genauso aus wie Dobermänner. Also guckt euch mal hier die Augenbrauen an. Und die Farbe und so weiter. Sie sieht wirklich aus wie ein Dobermann. Die werden bloß halt nicht groß. Also die wird jetzt so... Oder warum leckst du mich ab? Heilige Scheiße. Oh Gott, Miley! Lass mich in Frieden, oh Gott! Oh mein Gott! Sie ist gerade auf meinem Kopf drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Digga, Miley, jetzt entspann dich mal. Komm mal runter jetzt. Yay! Komm runter! So, also ich zeige euch jetzt mal, was ich meine, wenn ich den Hund aufhype. Moment. Ich mache mal kurz das Stirnband runter, dann seht ihr das besser. So, Miley, jetzt gib alles. Miley, get hyped, Alter! Get hyped, Miley! Ja, ja, oh, ja. Also ihr seht schon, ich kann hier meine Anfälle mit ihr ausleben. Das ist auf jeden Fall ein Hund, der zu mir passt. Ich merke gerade aber, irgendwie ist sie ein bisschen müde. Ja, kratz dich erstmal, du kleines Ding. So Leute, ich will es jetzt an der Stelle nochmal betonen. Du bist nicht mein Hund. Wenn du hier irgendwo hinkackst, ich mach deine Kacke garantiert nicht weg. Nee, Spaß beiseite, Leute. Also ich muss echt sagen, ich habe mich so ein bisschen verliebt in Miley. Sie ist wirklich süß, Alter. Vor allem, die lernt auch richtig schnell. Komm, ich zeige euch mal was, wenn ich es jetzt hinkriege. Miley, komm mal her. Komm. So, jetzt enttäusch mich nicht. Sitz. Fein! Fein, Miley, fein! Ja, fein! Für alle, die jetzt sagen, es war Glück. Digga, ich habe den Hund unter Kontrolle, Alter. Miley, sitz. Ja, fein! 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 Warte mal, ich glaube, Platz kann sie auch sogar schon. Miley, sitz. Platz. 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 Mach jetzt Platz, Miley, enttäusch die Zutzler nicht. Platz. Platz. Okay, scheiß auf Platz. Hauptsache, sie kann Sitz. Das finde ich schon mal echt sehr beeindruckend. Gönnt euch mal diese Ohren, Digga. Gönnt euch mal diese Ohren. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber Miley hat auf jeden Fall saftige Ohrläppchen.
Siehst du aus wie ein Hase. Ja, Leute, was kann ich euch denn noch so über Miley erzählen? Das ist ein Hund. Ah, Leute, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich hole mal kurz Nacho hierher, weil die beide, die sind irgendwie beste Freunde geworden. Also die spielen mal miteinander. Moment, ich bin gleich wieder da. Du hast gar keinen Bock, gell? Nacho, hast du Bock aufs Video? Sag mal ja. Okay, Nacho sieht jetzt nicht so motiviert aus. Ich glaube, der hat auch gar keinen Bock, mit Miley zu spielen. Digga, Miley, entspann dich mal. Du bist kein Hase, Bruder. Sitz. Fein. Jetzt spiel mit Nacho. Oh Gott. Oh Gott. Ruhe in Frieden, kleiner Nacho. Ja, das ist jetzt ein bisschen ausgeartet mit den beiden. Ich glaube, Nacho hat nicht so Bock gerade auf Spielen. Nacho, ach, da bist du. Hi. Also ihr merkt schon, der Hund hat ADHS, sein Faddy. Ja, aber eigentlich mögen die sich echt gern, die beiden. Die spielen halt wirklich immer. Hör auf, meine Jogginghose kaputt zu machen. Bruder. Hör auf, zieh mich nicht aus. Lauf. Oh Gott, Nacho, willst doch spielen? Bring ihn. Nein, nicht zu Nacho, zu mir. Gönnt euch mal, wie groß Nacho geworden ist. Miley, komm her. Komm. Gib den Scheißball her. Miley, bist du focused? Lauf, Nacho. Also, oh Gott. Und jetzt lauf. Aquaknarre, Miley. So Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch über Miley erzählen könnte. Die hüpft halt einfach rum wie so ein Hase, Digga. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr mögt alle Miley. Sie ist ja jetzt im Zoo am Stissel. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Heide Ackermann, Miley. Heide Ackermann.